Super! Super! Hat es nicht gespeichert, dann machen wir einfach hier IW jetzt draus. Und jetzt sehen wir hier oben IW. Servus, hi, grüßt euch. Jetzt wurde ich gefragt, wie ich das denn hinbekomme auf meinem Plan, dass hier die Zeichen alle schön mittig sind, wenn ich hier etwas einschreibe. Das heißt zum Beispiel, wenn ich hier jetzt was ändere, sagen wir mal, wir machen das EG zum OG. Hallo, genau. Und die Schriftarten wie zum Beispiel ein W ist ja viel breiter geschrieben als ein I. Schreiben wir mal hier IW für Innenwand. Das können wir zum Beispiel machen. Das müsst ihr aber auch hier Innenwände schreiben. Machen wir mal 5 bis 7. Irgendwie so. Ihr könnt es euch vorstellen, und jetzt schließe ich das Ganze. Und jetzt schauen wir hier. Super! Super! Hat es nicht gespeichert, dann machen wir einfach hier IW jetzt draus. Und jetzt sehen wir hier oben IW. Was macht ein Mathematiker beim Skifahren? Er rechnet mit Brüchen. Sorry, jetzt aber wirklich leiden. Und IW. Und ihr seht, das I ist eigentlich viel schneller als das W, ist aber trotzdem innerhalb dieses Quadrats schön sauber drin. Somit schaut die Codierung nicht immer so unsortiert aus. Das habe ich wie folgt gemacht. In meinem Plankopf habe ich die einzelnen Buchstaben mit dem Begriff, mit der Funktion MID ausgelesen. Ich sage, lies mir den Namen von Planname aus, aber nicht alles, sondern erstmal das Zeichen 1, ein Zeichen lang. So. Jetzt gehe ich hier zum Beispiel zur 1 rein. Was habe ich hier reingeschrieben? Lies mir den Plannamen aus, nimm mir das Zeichen 11, ein Zeichen lang und schreibe es hin, so ungefähr. Das ist der Befehl. So bekommt ihr eure Zeichen mittig in eurem Plankopf. Servus, ciao, euer Peter. Ach, jetzt kommt gleich ein tolles Video. Da klickt ihr natürlich auch drauf.